Neulich hat ein junger Forscher aus dem Team Folgendes zu mir gesagt. Herr Doktor, hat er gesagt, diese Kraft ist eine neue Stufe der menschlichen Entwicklung. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir sie schon bald beherrschen können? Wissenschaftler sind alle Romantiker. Ich denke bei sowas zuerst ans Risiko. 30 Jahre haben wir gebraucht, um diese Stadt aus den Trümmern neu entstehen zu lassen. Wir dürfen das, was wir erreicht haben, nicht aufs Spiel setzen. Es überrascht mich sehr, dass Sie das sagen. Ich dachte immer, Sie verabscheuen diese Stadt. Die Euphorie aus den Zeiten des Wiederaufbaus ist längst verflogen. Jetzt bevölkern vergnügungssüchtige Schwachköpfe die Straßen. Und doch wollen Sie die Stadt vor dem Untergang bewahren. Ich bin nun mal Soldat, das können Sie nicht verstehen. Wir sind da, Oberst. Hier entlang, bitte. Raum 10, 148 Kelvin, innerhalb des vertikalen Toleranzbereichs. Raum 9, 118 Kelvin, innerhalb des Toleranzbereichs. Notstromaggregat, okay. Los, aufmachen. Ja.